So, ja. Nach einer kurzen Rauchpause sind wir wieder da. Was ziemlich merkwürdig ist, weil ich nämlich nicht rauche. Und mein erster Weg führt mich jetzt erstmal nochmal dort hinten hin, zu diesem grünen Gebilde. Das Teil da oben war ja Schuss im Ofen. Hat ja uns nicht viel gebracht. Ich dachte, da finden wir mal ziemlich coole Sachen oder so. Aber es ist nicht so wild, wir können ja gleich in die Höhle gehen. Und vielleicht haben wir ja dort ein paar coole Möglichkeiten, noch was zu sammeln. Ich würde aber trotzdem erstmal nochmal hier so eine Verbindungskabel herstellen. Dazu brauche ich Gemisch. Wir sind nämlich bald alle. Dieser Sauerstoffgenerator, der hält wirklich ziemlich lange, muss ich sagen. Also ist gar nicht mehr so verkehrt. So, Druck hin. Und auch gleich nochmal. So, Sauerstofffilter. Okay, das ist cool. Es ist egal, wo das Teil dran ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten ja vorhin irgendwo die große... so eine große Höhle gesehen. War das hier in der Richtung? Oder war das in die andere Richtung? Warte mal. Mal schauen. Das kriegen wir raus. Ich glaube aber... das war nämlich hier in diesem... ja, genau richtig. Da stellen wir nämlich hier mal noch so ein Verbindungskabel hin. Und dann gehen wir in unsere erste Höhle. Und da unten sehe ich nämlich schon mal was Cooles. Da kommen wir auch noch nicht runter. Das ist recht tief. Da unten seht ihr dieses komische, diesen komischen Ball. Das ist so ein Objekt, was wir... oh, doof jetzt. Wir müssen mal gucken, wo hier der Anfang ist. Von der Höhle. Ah, das, die ist ja riesig. Guck mal hier, die ist riesig. Oder? Oder geht's jetzt hier runter? Wir graben uns hier mal. Wir graben uns hier einfach mal ein kurzes Loch. Nee. Blöd ist natürlich, wenn wir runterfallen. Na, hier, Sister, hier ist nämlich... Achso, warte mal. Wo ist meine Maus? Hä? Die ist da hinten. Jo. Ich sollte vielleicht die Tastenbelegung ein wenig ändern. Ach, guck mal, was hier so alles unten drin ist. Ist hier der Wahnsinn, ne? Ist der Wahnsinn. Ich grabe mich mal hier rein. Jetzt wird es natürlich auch wieder dunkel. Vielleicht haben wir ja Glück und das ist so ein bisschen der Rand der Höhle. Aber so wie es aussieht... ah, das ist der Schatten, der wirft sich halt blöd. Guck mal, nee. Das ist auch doof.
auch doof. Jetzt kommt hier etwas heftigerer Wind. Das ist natürlich blöd. Jetzt muss es doch hier einen Weg geben. In die Höhle. Der nicht so extrem steil ist. Vielleicht doch hier irgendwie drumherum. Da kommt der Sturm. Da kommt Sturm. Ich hoffe, der zieht ein Stückchen an uns vorbei. Nee, der kommt direkt auf uns zu, oder? Okay, gut. Dann können wir das erstmal wieder verlassen. Wenn ich jetzt hier auch ein bisschen mehr sehen würde, ey. Das ist ein bisschen blöd. Dann könnte man das besser abschätzen, wo ich mich reingraben kann. Weil hier ist ja eigentlich... Also hier war ja irgendwie so diese Richtung, glaube ich. Aber es ist halt so dunkel, ne? Also ich sehe halt nichts. So. Wir haben auf jeden Fall, ja. Wir machen jetzt hier einfach eine riesen Schneise rein. Wisst ihr, hier so typisch Mensch, erstmal alles planieren. Alles dicke. Das ist alles dicke. Wird's hier mal wieder hell? Irgendwann? So lange geht doch die Tag- und Mondphase nicht hier, ey. Da unten komme ich nicht hin, ne? Da unten sind nämlich coole Sachen. Jetzt wird's hell, na super. Jetzt können wir auch gleich mal gucken. Das ist halt die Decke. Wie weit müssen wir denn? Die Höhle erstreckt sich scheinbar hier komplett irgendwie drunter lang, ne? Wenn ich mich jetzt hier sozusagen reingrabe. Können wir mal ein bisschen näher rangehen. So. Können wir mal so ein Teil hinstellen. Oh, ist das pink. So, guck mal an. Sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen näher. So, na guck mal an. Da sind wir. Unsere Höhle. Oh, wunderschön.
So. Was haben wir hier alles? Hier ist Gemisch. Jetzt müssen wir mal so eine Wurzeln ausgraben hier. Das ist Gemisch. Ja, gucke. So ein Ding. Keine Ahnung, was es ist. Kann ich das mitnehmen? Eigentlich könnte man... Nee, das kann ich nicht mitnehmen. Ich kann es aber auch nicht einsammeln. Hm. Okay, hier ist nochmal Quarz. Was ist das? Seed. Hä? Okay. Jetzt kann ich die... Hm. Wir haben jetzt einen Samen davon rausbekommen. Ich will aber eigentlich was anderes. Eigentlich gibt es, wie gesagt, hier so eine... Guck mal, müssen wir so noch so eine Dinger hinstellen hier. Eigentlich gibt es hier noch so eine Knubbel, die man halt erforschen kann, aber weiß ich halt nicht, ne? Ach, hier, guck mal, hier oben ist noch so ein Ding. Und hier auch. Also so eine Objekte, ne? Aber wir haben ja hier, als wir von hier oben reingeguckt haben, da hatten wir doch irgendwas gesehen. So, jetzt habe ich keine Verbinder mehr. Verbinderpaket. Hm, warte mal, das steht ein bisschen zu weit. Zu weit weg. Da, hier. So, das nehmen wir jetzt. Kann ich das aufsetzen? Ne, das kann ich nicht. Das nehmen wir jetzt, tragen wir hoch. Und erforschen es. Ich hoffe, da bekommen wir ganz, ganz viele Forschungspunkte. Guck mal hier, das da. Das können wir bestimmt auch noch erforschen. Mal sehen, ob wir hier hochkommen. Oder ob das zu steil ist. Nö, das geht. Oder auch nicht. Doch, doch. Malachit. Habt ihr gesehen? Malachit. Haben wir gefunden. Können wir Kupfer herstellen. Brauchen wir später auch für verschiedenste Sachen. Da kommen wir hier nicht hoch. Warte mal. Ich kann mit dem Ding nicht springen. So. Okay, jetzt haben wir es hier drauf gesetzt. Jetzt können wir... Platziere ein Objekt. Ja. Das Teil braucht aber Strom. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch einen Generator bauen. Beziehungsweise, wir haben ja hier einen kleinen Generator. Kleiner Generator. Den verbinden wir mal hier mit. Und der kleine Generator braucht aber wandle eine Kraftstoffressource in Energie um. Eine Kraftstoffressource? Ist das das hier vielleicht? Nee. Oder Harz? Harz geht auch nicht. Wie sieht's aus mit Gemisch? Auch nicht. Gut. Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall... Es ist schon wieder dunkel. Das gibt's doch nicht. Naja, wir sammeln jetzt erstmal nochmal diese Dings ein hier. Diese Forschungsproben. Und dann müssen wir nochmal gucken. Wir haben unten, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen organisches Material, was wir farmen können. Und daraus können wir dann Energie erzeugen.
Also zumindest früher war das so. Guck mal, hier ist auch nämlich so ein Ding. Unbekannte Form. Ah! Oder vielleicht ist es. Vielleicht müssen wir das Teil hernehmen. Wir versuchen das nochmal. Wir wollen ja nichts unversucht lassen hier an dieser Stelle. Sonst heißt es wieder, ja, hier, der macht das nur mit der zur Hälfte der Sache. Malachit brauchen wir jetzt nicht. Schmelzbar. Und wir müssen mal den Aufgang hier etwas verbessern. So. Sonst kommen wir nämlich hier nicht hoch. Aber ich vermute mal, es wird wirklich so sein, dass wir Energie brauchen. Ich weiß halt nicht, was das ist. Ach doch, jetzt geht das, siehst du? Mit diesem komischen Teil geht das halt scheinbar nicht. Das dauert jetzt 7 Minuten in Echtzeit. Okay. Aber 66 Bytes per Minute. Ah, guck mal hier, das Teil ist gewachsen. Ja, das Teil ist gewachsen. Interessant. Und jetzt gucken wir mal hier, ob sich hier was ändert. Ja, hier steigt es hoch. Und dann können wir bald unseren Buggy erforschen. Wir brauchen aber dann dennoch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an Forschungszeugs. Forschungspunkten. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss mit dieser Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und bleibt so schön. Ciao.